Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Oh, wir sind ja Gott sei Dank bald fertig mit der Phase hier. Nach wie vor hier überlastet, Stahl haben wir dafür jetzt. Aber das ist gerade am Rückweg. Das ist das andere Schiff. Ah, Fenster. Wie viel Stahl da jetzt? Aber wo ist das andere Handelsschiff? Wir haben doch zwei. Ah, das ist der hier, der braucht noch ein bisschen. Oh, endlich ist er wieder hier. Aha. Schön, dass er endlich wieder da ist. Aber sobald mein Waffenstillstand bei eine Waffenruhe oder irgendwas ausmachen ist, wahrscheinlich vorbei. Dann ist er gleich wieder weg. Mann, das dauert so lang zum Bauen, das ist ein Wahnsinn. Warum wartest du hier? Warum hast du hier alles Mögliche dabei? Hä? Okay. Wieder neuen Weltschlachtschiffe. Nur eins, das ist nicht viel. Sollten wir sie wieder zurückbeordern. So, du fährst in die neue Welt, ihr zwei fahrst in die alte Welt. Nein, ihr zwei, habe ich gesagt, du bleibst da. Haben wir hier überhaupt welche? Nö, hier ist kein einziges Schlachtschiff mehr. Oh, denen fehlt schon der Strom. Teilweise. Oh, komisch, warum haben die keinen Strom mehr und die schon? Hä? Sehr komisch. Die Hauskante, da schaut auch nicht schön aus. Schauen wir das. Konserven haben die keine. Postamt ist hier. Mit geringer Reichweite nur. Da ist es voll. Kann man hier noch irgendwo einen Sinn bauen? Sieht ja schlecht aus. Da könnte man einen Sinn setzen, das wird aber nicht mehr gebraucht hier. Hat er genug Lampenöl und alles auch. Chemikan ist immer ein bisschen knapp scheinbar.
machen. Da sind sie. Ja, zu wenig Fleisch und zu wenig Öl offensichtlich. Achso, weil die natürlich auch das Öl verbrauchen. Und die Lampen. Ja, super, mehr kriegen wir hier nicht. Sei denn, wir verfrachten die Depots hier ein bisschen woanders hin, dann kriegen wir es vielleicht noch hin. Tja, schaut nichts aus, als ob da irgendwas gehen würde. Also mehr Öl bringen wir hier nicht hin. Shit. Hier können wir ja noch nicht sagen, sie sollen mehr arbeiten. Sie produzieren hier Öl. Warum produzieren die hier so viel Öl? Brauchen sie aber auch für irgendwas. Da wird Pemmikan hergestellt, aber sonst. Hä? Verstehe. Wenn die. Achso, da sind zwei ausgesetzt. Okay. Ah, da wurde mal ein Stück abgeschlossen. Endlich! Mann, oh Mann. Das hat ja gedauert. Na dann los, Leute, los! Hier mit den Handelsrouten. Wir sind schon völlig beschäftigt, leider. Ich denke mal, der ist auch der ist auch völlig beschäftigt, der geht auch nicht mehr. Charterroute können wir vielleicht einrichten. Was wollen wir? Wir wollen das Öl von hier nach hier. Kostet leider 5 Einfluss, aber mal schauen, ob das so hinhaut, ob uns das weiterbringt. Wenn wir Öl haben, ist immer gut. Hey, warum ladet sie keinen Schnaps aus? Die kommen, fahren da eh voll mit Schnaps und laden den aber nicht aus. Hey, da stimmt was nicht. Cold Harbor. Da wird kein Schnaps ausgeladen.
Kehrraum, da ist Ausladen. Aber nicht alles, sondern nur einen Teil davon. So. Ah, warten wir mal noch ein bisschen weniger. Gehen wir runter auf 20. Dann ist es auch nicht mehr so kalt. Beeil dich! So, hier ist bereits das Holz. Okay, upgraden kann man ja aber niemanden. Weil halt wohl gerade zu wenig Bimikan da ist. Wir einfach viel zu viel Öl verbrauchen. Naja, 5 Pemmikan-Macher, 6-mal Öl und 3 Öllampenfabriken. Wie schaut's aus mit den Öllampen? Haben wir aber genügend, das heißt, wir können die einfach mal abschalten. Bleibt vielleicht ein bisschen mehr für Pemmikan übrig. Da kommt schon das Schiff. Mit ein bisschen Öl. Ein bisschen Schnaps hat er ausgeladen, okay. Ja, super, die wollen aber auch noch keinen Schnaps. Und da haben wir wohl auch kein Ding mehr. Kein Holz. Und alles ist hier voll mit Kohleproduktion. Vielleicht sollten wir da mal welche entfernen. Ah, da ist jetzt schon unser Schiff. Immer noch kein Schnaps, gibt's ja nicht. Überlastet, hä? Ah, jetzt ist endlich genug und jetzt wird noch ein kleines bisschen wärmer. Schlafsäcke wären halt noch cool natürlich. Aus mit Kantine und so. Okay, es geht noch. Wir könnten natürlich dann hier noch was hinbauen. Das reicht aber nicht für alle. Und die haben so eine geringe Reichweite. Wenn es wenigstens ein Upgrade gäbe, aber nein. Hier hat man auf Upgrades größtenteils verzichtet. Ne? Schauen wir hier aus. Das dauert ewig noch.
quasi im kompletten Stahl wegtransportiert. Und wir haben hier keinen Stahl. Da kommt so noch. Nein, da kommt gar nichts. What? Hä? Was ist denn sowas? Oh, wir haben keine Kohle mehr. Shit. Dabei transportiert er Kohle hier rüber. Das heißt, wir sollten selber ein bisschen Kohle produzieren. Die komplette Kohle verbraucht. Und hier gibt es nur ein Kohlewerk. Anstatt dass du vielleicht zweimal. Kann nicht geladen werden. Was? Ist die komplette Kohle hier auch weg oder was? Oh ja. Okay, aber es gibt ja hier noch Kohle. Von daher nicht so tragisch. Kriegen wir noch hin. Auch noch Kohle. Das reicht nicht. Naja, Messinghütten. So, das wollte ich aufbauen. Haben wir zu wenig Brillen oder was? Oh, das ist ja Vorbereitung. Ich sehe die Brillen ja nicht einmal. Ah ja, ja, weil genug aber. Kann ja nicht schaden. Das ist auch noch Kohle. Okay, damit haben wir jetzt alle Kohle vorkommen. Damit sollten wir jetzt mehr als genügend Kohle zur Verfügung haben. Ne? Naja, der nimmt die ganze Zeit natürlich auch die Kohle mit. Ne? Eh nur einmal, aber dennoch. Aber jetzt wird die Kohle dann gleich ordentlich in die Höhe steigen. So. Schauen wir hier aus. Die hätten auch gerne Öllampen. Wird hier wohl weniger. Ja, so extrem. 1, 2, 3, 4, 5 sind ja immer noch da. Reicht das nicht für die paar Öfen, die wir hier haben? Kann ja wohl nicht sein. Gut, wir können hier noch einen hinbauen. Dann lassen wir den hier stehen. Hier aus. Behaglich, den ist schön warm. Den nicht. Parkers Café, oh Mann.
Kaffee ist echt die Ressource, die hier am meisten Probleme bereitet. Bisschen Stahl kommt hier. Ach ey. Das ist jetzt echt blöd. Sind die zwar sehr schnell beim Produzieren, aber dafür, ja, keine Kohle. Und auch das hier geht nur sehr schleppend voran. Gut, Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Must I wear a crinoline?